Uah. Jo, servus, hi, ich bin's der Tiroler. Heute kommt ein neues Video von mir, wo ich mich abseile. Seht ihr im Hintergrund schon das Seil? Links, wo das Fahrrad ist, habe ich mich damals beim alten Video, das leider nicht mehr online ist, damals abgeseilt. Da gebe ich jetzt nach dieser nachgesprochenen Nachricht noch kurz ein Video dazu rein, welche Technik ich da verwendet habe und so. Ich probiere heute mit einem neuen Mikrofon hier, also Mikrofon mit einem Headset vom Handy, ob die Tonqualität besser wird. Sollte es Probleme geben, habt da ein bisschen Nachsicht. Ansonsten, ja. Ja, was mir gerade noch einfällt, ist, ich musste das jetzt leider nachsprechen hier, weil es an der Stelle Probleme mit dem Ton gab und ja, hat es mir irgendwie nicht aufgenommen gehabt und ja. Aber macht ja nichts, kann man ja nachsprechen. Viel Spaß jetzt beim Video. Tschüss. Alter, das brennt in den Ohrschritzen. So, beim letzten Mal habe ich euch den Düfflersitz gezeigt. Übrigens, normalerweise nicht. Der ist jetzt sehr stabil, der hält auf jeden Fall. Der hat auch letztes Mal gehalten beim steilen Abseilen. Aber man soll es vielleicht nicht machen. Ich meine, der ist wirklich, der wackelt nichts, gar nichts. Muss jeder selber wissen. Beim letzten Mal habe ich euch eben eine Variation des Düffler, glaube ich, ja, Düfflersitz gezeigt. Ich glaube, so heißt er. Bei der, na, ist das ja noch, ja passt. Bei der habe ich das Seil so genommen, zwischen die Beine, unten durch, über die Schulter und habe mich, glaube ich, so war das, nee, so habe ich mich dann abgeseilt. Oder? Oder habe ich es so gemacht? Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich glaube so. So oder die andere Version. Ja, auf jeden Fall egal. Ich habe heute noch eine Variation gesehen. Die scheint besser zu sein. Das wäre, glaube ich, die hier. Genau. Das wäre der Original. Und damit seilen wir uns jetzt mal ab. Ah, ich richte euch mal ein bisschen mit der Kamera besser. Ah, ich habe Weitwinkel. So. Persönlich muss ich sagen, ja, es könnte sein, dass er bequemer ist als der letzte. Schätze ich jetzt mal. Ich gehe mal wieder rauf, weil das ganz runter brauche ich nicht. Man sieht, das funktioniert einwandfrei. Könnte man sich auch mal reinhängen. Beiden Händen. So. Kann man auf jeden Fall auch so machen oder anders. Was ich auch auf jeden Fall probieren wollte, ist den nächsten hier. Und zwar, wie ging der jetzt nochmal? Ah ja, genau. Nimmt das Seil. Habe ich heute gesehen in einem Video. Schlägt es hinter sich zusammen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie dieser Sitz heißt. Hält das Seil. Steckt drüber. Unten durch. Schauen, dass nichts passiert, sonst wird die Frau sehr unglücklich sein. Und dann Möglichkeit Nummer 1. Man hält sie so. Lässt sich dann so runter
Finde ich jetzt nicht. Ja, es ist in Ordnung. Auf jeden Fall bequem. Natürlich ist keiner dieser Sitze. Das ist logisch. Möglichkeit Nummer zwei war, probieren wir es so mal. Deutlich mit nicht so, sondern so deutlich angenehmer. Lässt sich super arbeiten, super stoppen. Ja, bisschen rauf noch. Lässt sich super. Hammer. Ja. Vielleicht teste ich die ganzen Variationen mal, wenn ein Kollege dabei ist, wieder bei einer Steilwand. Wird auf jeden Fall spannend. Dann gab es noch etwas. Das werden wir jetzt dann aber zusammen machen. Her, knotet vorne, über Kreuz und so runter. Das wäre nicht für Steilwände, sondern für so etwas, wo man sagt, zu steil für den Rucksack. Und ja, da nehme ich euch jetzt mit. Und nachher zeige ich euch, warum dieses System sogar besonders gut ist. Also diese Systeme generell. So, ich habe euch jetzt mal auf die Stirnhalterung umgeschnallt. Ich hoffe, tontechnisch ist alles weiterhin in Ordnung. Ich habe das nochmal kurz zu Hause getestet gehabt. Natürlich gab es ein paar kleine Störgeräusche, aber vielleicht kann man die rausfiltern oder vielleicht sind die nicht so tragisch. Ich habe da auch ein bisschen rumexperimentiert, wie es halbwegs angenehm bleibt. So. Also. Wir steigen zwischen die Seile. Da kommt gerade ein Baggertraktor, keine Ahnung was, da müssen wir noch warten. Ja, steigen wir mal zwischen die Seile. Verknoten das hier so. Und dann geht's abwärts. Das ist jetzt, wir können ja mal vergleichen. Vergleichen wir das mal direkt. Kommt der nächste daher, oder was? Ne, ich meine sicher gut, ich bin jetzt auch mit den Sandalen unterwegs. Aber der Unterschied ist gewaltig, ne? Ah, weil einfach bleibt die Stabilität und alles erhalten. Machen wir nochmal so. Runter müssen wir sowieso nochmal. Über Kreuz. Einfach so. Und loslaufen. Das Coole ist, ich kann jederzeit stoppen. Es gibt zwar einen extremen Ruck, aber ich habe jederzeit die Kontrolle zu stoppen. So. Ich gebe euch jetzt wieder auf das Stativ. Ja, diese Techniken eignen sich eben besonders gut für, ja, wenn man schnell wo runter muss, wo man einfach sagt, oder aus welchem Grund, dass immer man irgendwo runter muss. Bis auf der Tüfflersitz und der zweite mit zwischen den Beinen. Die zwei sind geeignet für Steilwände, die restlichen jetzt nicht. Das ist jetzt einfach nur eben, wie gesagt, für steiles Gelände, wo man sagt, es ist einfach zu schwierig mit dem Rucksack oder man könnte sich verletzen. So, was ist noch bei diesen Abseiltechniken wichtig? Eigentlich das Wichtigste an diesen Abseiltechniken ist das, dass man jetzt einfach sich das Seil wiederholen kann. Nur ist das ein ziemlich rauer Stein und das mag das Seil jetzt sicher nicht. Ich werde das jetzt anders probieren. Nein. Dann hole ich mir halt so. Ja. Ich werde jetzt oben das Seil holen
Es war einfach extrem zwischen den Steinen und einen rausgewachsenen Busch extrem eingeklemmt und ich hätte mir jetzt nur unnötig das Seil kaputt gemacht, also es wäre es nicht direkt kaputt geworden, aber es ist halt, es hätte ziemliche Gebrauchsspuren davon getragen, was es unnötig ist. Aber ich wollte jetzt noch eine zweite Technik testen, die muss ich jetzt allerdings ausprobieren und dann melde ich mich gleich wieder. Und ja, möchte euch jetzt einen Knoten zeigen. Bei den gezeigten Techniken gibt es nämlich ein kleines Problem. Ich habe hier jetzt ein 25 Meter Seil, das heißt 50 Meter Seil. Das heißt, da ich das Seil ja doppelt nehmen muss, weil ich es hier unten wieder haben will, muss ich die Hälfte opfern. Also 25 Meter plus vielleicht noch ein paar Zentimeter wegen dem Umfang oder ein Meter, wie auch immer, wenn ein dicker Baum ist. Aber ich habe dann halt nur noch die 25 Meter Seil zur Verfügung. Wenn ich jetzt aber mehr als 25 Meter, sage ich jetzt mal 35 Meter will, brauche ich die volle Seillänge und dann habe ich ein Scheißproblem. Jetzt zeige ich euch eine Technik und einen Knoten. Wie soll ich sagen? Jetzt kommt ein Baufahrzeug auch noch. Ja, ich glaube, hier fängt, so wieder da. Ich glaube, hier fängt gerade der Hochbetrieb an. Ja, müssen wir es halt hinnehmen, wenn ab und zu mal ein LKW oder so vorbeifahrt. Hier ist ja kurz eine Baustelle. Also ihr nehmt das Seil, legt es rum, ne? Wie gesagt, wir brauchen ja mehr als die 25 Meter. Legt es von unten herum, zieht das eng, macht eine Schlaufe, legt die da rein. Fertig. Ihr seht jetzt schon an dem Problem, das ist nicht sicher. Das ist absolut lebensgefährlich. Also bloß nicht nachmachen. Solange das Seil hier auf Zug ist, kann man sich noch halbwegs drauf verlassen. Sobald es ein bisschen locker ist, habe ich es in der Hand. Deshalb auf keinen Fall, das ist wirklich eine absolute Hardcore-Survival-Technik, die auf keinen Fall ja, eigentlich gemacht werden soll. Und ich würde die auch niemals, nicht mal mit einem Kollegen an der Steilwand hier testen. Das mache ich jetzt nur an so einer Stelle hier. Fahr weiter da unten. So. Wie gesagt, also zum Üben ja an so einer Stelle, okay, kann man machen, hat man zumindest halbwegs unter Kontrolle, fällt man halt hin, vielleicht sollte man einen Helm aufsetzen oder Schütze anziehen. Hier, wenn es mich runterhaut, tue ich mir halt ein bisschen weh, ein paar Schürfwunden. Ein Bruch, glaube ich, ist schon gar nicht mehr drin, kann aber sein natürlich, wenn man blöd fällt. Aber ja, ich werde es jetzt nochmal machen und das mit euch zusammen testen. Bis gleich. So, nochmals ein paar Worte dazu. Vielleicht, aber nur vielleicht, werde ich diesen Knoten mal in richtiger Aktion testen. Allerdings das dann in der Kletterhalle mit einer zusätzlichen Sicherung, wo ein Freund dann mich sichert, mit extra Klettergurt und so weiter. Wo eigentlich das nur, ja, das Probierobjekt ist und die eigentliche Sicherung dann nicht über das Seil verläuft natürlich. Also nicht über dieses Seil verläuft, logischerweise. Das kann ich vielleicht mal probieren, das würde ich sicher mal probieren, das macht sicher Bock und Laune. So, wie gesagt, nochmal eindringlich, ich zeige euch jetzt, wo das Problem vorhin war, seht ihr? Da ist das Seil vorhin drin gesteckt und ich musste das sogar da mit Gewalt rausholen. So, also wir nehmen unser Seil, machen mal ein bisschen länger das Ende, unten durch. Ich habe nämlich rumprobiert, oben durch ist das, geht es zwar auch, aber dann geht der Knoten leichter auf. Legt eigentlich nur die Schlaufe da rein. Und jetzt zieht man das Ganze richtig schön fest. Aber ein bisschen länger lassen. Lieber mehr Seil. Lieber ein paar Zentimeter opfern. Oh, habt ihr gesehen? Ja, kaum nicht mehr auf Spannung ist das Seil schon offen. Ist der Knoten schon offen. So. Von unten rein. Ah, schaut, haltet den Knoten hier so fest. Ah, die Schlaufe. Das könnt ihr ruhig auch so ein bisschen rüber. Seht ihr? Ist das so richtig schön fest. So, ab jetzt. Das Seil muss auf Zug bleiben. Es muss auf Zug bleiben. Ich mache es jetzt so, ich kann natürlich wie gehabt auch den Düffler Sitz machen, ja. Bla bla bla, kann ich alles machen, ich mache das jetzt einfach nur so, damit ich schneller leichter abspringen kann und mich nicht verhedere,
wenn was sein sollte. Aber ihr seht, es funktioniert wunderbar. Der Bagger da hinten funktioniert auch wunderbar. Ah, so. Und jetzt der große Moment. Na, jetzt. Schaut. Und schon haben wir es. Schon ist das Seil da. Heftig, oder? Jetzt haben wir halt unsere 35 Meter Abseillänge gemacht und haben unser Seil wieder. Ne? Oder 40 Meter, was auch immer. Aber wie gesagt, so, ich klemme euch jetzt wieder rein. So, wie gesagt, ist halt absolut lebensgefährlich, die Technik. Die anderen sind schon nicht ganz ohne. Also es sind reine Survival-Techniken, wo man auf jeden Fall sagt, Vorsicht. Jo, das war's fürs Erste. Vielleicht habe ich ja bis nächstes Mal wieder so etwas in die Richtung. Bedanke ich mich fürs Zusehen. Daumen nach oben nicht vergessen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Tiroler.